Allah, der Erhabene, spricht im Koran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum. Salamun alaykum tibutum fadukhuluha khalidin. Und wenn sie dort ankommen und seine Tore geöffnet werden und seine Wärter zu ihnen sagen, Friede sei über euch, gut wart ihr, so betretet es. Darin werdet ihr ewig weilen. Die Dimensionen des Jenseits sind auf allen Ebenen gewaltiger als die des Diesseits. Die Menschen sind größer, ihre Lebensdauer ist ewig. Die Rangstufen liegen weiter auseinander. Die Kleider der Paradiesbewohner sind luxuriöser. Der geringste unter den Paradiesbewohnern ist schöner als der schönste Mensch auf dieser Erde. Selbst das Essen und die Behausung ist besser als alles, was wir aus dem Diesseits kennen. Das Paradies ist ein Ort, in dem jedes Geschöpf leben möchte. Seine Bewohner werden von jedem beneidet, der nicht zu seinen Bewohnern gehört. Die reichen und wohlhabenden Menschen, die heute von anderen wegen ihres Reichtums und ihres luxuriösen Lebens beneidet werden, haben die größten Villen und riesige Anwesen, auf denen sie allerlei Vergnügungsmöglichkeiten haben. Sie haben eigene Sportplätze, Saunen, Schwimmbäder, Kinos. Einige von ihnen haben sogar Golfplätze auf ihrem Anwesen. In ihren Garagen stehen die neuesten und teuersten Autos. Sie schlafen auf den schönsten Betten und haben die teuersten Möbel. Sie leben ein Leben im Überfluss. Dies alles sind Statussymbole der Reichen. Sie besitzen diese Dinge nicht, weil sie diese brauchen, sondern weil die Reichen untereinander konkurrieren. All die besonderen Dinge, die kein normaler Mensch besitzt, verbergen sich im Inneren ihrer Grundstücke. Und nicht jedem wird es erlaubt, in ihre Häuser einzutreten. Um die Leute davon abzuhalten, ohne Erlaubnis bei ihnen einzudringen, haben sie Tore vor dem Eingang errichtet. Und diese Tore haben Wächter, die kontrollieren, dass nur die Menschen eintreten, denen der Besitzer dies erlaubt hat. Genauso wie die wertvollen Dinge der Reichen in dieser Welt durch Tore und Wächter vor den Augen und Händen der Unbefugten verborgen bleiben, so sind die wertvollen Dinge des Paradieses und seine Annehmlichkeiten vor den Augen und Händen der Unbefugten verborgen. Die Tore, die Allah subhanahu wa ta'ala als Eingang zum Paradies errichtete, sind gewaltig. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam berichtet uns: Ich schwöre bei dem, in dessen Hand die Seele Muhammads liegt. Die Distanz zwischen jeweils zwei Toren des Paradieses ist so wie der Abstand zwischen Mekka und Hajar oder zwischen Mekka und Basra. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam berichtet uns auch darüber, wer diejenigen sind, denen Allah subhanahu wa ta'ala die Erlaubnis geben wird, in sein Paradies einzutreten. Wer von seinem Vermögen, von gleicher Sache, auf dem Weg Allahs zweimal spendet, der wird zum Eintreten durch die Tore des Paradieses ausgerufen. Wahrlich, das Paradies hat 8 Tore. Wer einst zu den regelmäßig Betenden gehörte, der wird zum Eintreten durch das Tor des Gebets ausgerufen. Und wer zu den ständig Spendenden gehörte, der wird zum Eintreten durch das Tor der Sadaqa ausgerufen. Und wer einst zu den Leuten des Dschihad gehörte, der wird zum Eintreten durch das Tor des Dschihad ausgerufen. Und wer zu den Vielfastenden gehörte, der wird zum Eintreten durch Ar-Rayyan ausgerufen. Imam Muslim erwähnte die anderen 4 Tore namentlich. Diese sind das Tor der Reue, das Tor der Zurückhaltung des Zorns, das Tor der Wetteifernden und das rechte Tor. Imam Al-Qurtubi rahmatullah alayhi erwähnt in seinem Buch At-Tadhkira, dass es aber bis zu 16 verschiedene Tore sein können, durch die die Gläubigen eintreten. Die Menschen werden für die guten Taten, die sie regelmäßig gemacht haben, die Tore durchschreiten dürfen. Das bedeutet, es genügt nicht, wenn man einmal gebetet hat oder einmal gefastet oder gespendet hat, damit die Tore des Paradieses einen zu sich rufen. Wer möchte, dass er vom Tor des Gebets gerufen wird, der muss sich bemühen und seine Gebete ernsthaft einhalten. Er muss demütig gegenüber Allah und konzentriert im Gebet sein, seine Zeiten einhalten und darf nicht träge zum Gebet aufstehen. Wer von Ar-Rayyan gerufen werden möchte, muss freiwillig fasten, mit der Absicht, dies nur für Allah, den Erhabenen, zu tun und dabei auf seine Belohnung zu hoffen. Es kann sein, dass der Mensch von keinem Tor gerufen wird. Oder von einem, oder auch von mehreren. Man sollte sich bemühen, von möglichst vielen Toren gerufen zu werden. Und nicht an der Grenze zwischen einem und keinem Tor. Niemandem wird versprochen, dass, wenn er sich bemüht, zu fasten oder zu beten, sein Fasten oder Gebet angenommen wird.
Jedes Tor ist begehrenswert, doch das schönste Tor ist das rechte Tor. Am jüngsten Tag, wenn kein Mensch sich traut, Allah subhanahu wa ta'ala anzusprechen, wird der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sich erheben und Allah den Gewaltigen bitten und seine Bitte wird gewährt. Dann wird er subhanahu wa ta'ala zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam sprechen. O Muhammad, führe von deiner Umma durch das rechte Tor diejenigen herein, die von der Abrechnung verschont bleiben. Und deine Gemeinde hat die gleichen Rechte auf die anderen Tore wie die übrige Menschheit. Diejenigen, denen der Eintritt ins Paradies erlaubt wird, werden alle Annehmlichkeit, den ganzen Luxus und die Freuden genießen dürfen. Sie werden bis in alle Ewigkeit dort leben dürfen und müssen nicht darum fürchten, dass ihnen jemals Schaden zugefügt oder ihnen etwas weggenommen wird. Niemals wird ihnen zu heiß oder zu kalt sein. Ihnen wird niemals langweilig und sie werden nicht kraftlos. Für sie ist Genuss bis in alle Ewigkeit und die Errettung vor Jahannam bestimmt. Ab dem Zeitpunkt, in dem sie durch eines der Tore des Paradieses schreiten dürfen. Möge Allah uns zu jenen gehören lassen, die vor der Abrechnung bewahrt werden und die durch das rechte Tor ins Paradies eintreten dürfen. Allahumma Amin.